Im Reich der Pflanzen starten wir heute mit unserem Chili-Projekt im Winter. Wir haben alles mitgenommen bisher, von der Aussaat ja, bis eben zur Keimung und jetzt zu den Pflänzchen, die wir bald pikieren können. Es wird garantiert einen zusammenhängenden Film darüber geben, aber nichtsdestotrotz heute ein Update, damit ich das eben habe für den Zusammenhang, dass wir sehen können, wie die Pflanzen sich entwickeln. Sie stehen unter der Sansi 36 Watt LED, Abstand momentan noch 50 cm zu den Pflanzen. Das funktioniert sehr gut. Licht dauert 12 Stunden plus tatsächlich. Also ordentlich. Wir simulieren den Sommer, denn sie sollen ja ordentlich wachsen. Und wir sehen, sie sind kräftig im Wuchs. Es wurde noch nicht nachgegossen bis dato, nicht nachgedüngt bis dato, sondern einfach nur ja, wachsen lassen. Mehr haben wir nicht gemacht. Wir kennen die Thematik eigentlich, aber ich zeige es trotzdem nochmal. Hier steht Box in the Box. Ist da eigentlich noch Wasser drin? Sieht fast nicht so aus. Kleine Pfütze nur noch. Ne? Also wir sehen, das Wasser kommt also tatsächlich auch oben an, obwohl hier also keine Selbstbewässerung ist in dem Sinne. Ich ziehe das mal eben raus, dass wir das schon mal sehen können, wie das jetzt ausschaut. Ne? Also nur noch eine kleine Pfütze unten drin. Hier war sowieso nie wirklich viel drin, aber ist doch noch weniger geworden in dem Sinne. Wurzeltechnisch tut sich auch schon was. Warte mal, ich mache mal eben eine andere Einstellung, dass wir das besser erkennen können. Denn ich denke mal, bald können wir hier tatsächlich pikieren. So, gestartet haben wir das Ganze am 16.10., falls du dich noch daran erinnerst. Und am 21.10. fingen sie an zu keimen. Damals war das Behältnis natürlich noch verschlossen, also unter hoher Luftfeuchtigkeit. Und wir sehen jetzt also die ersten Wurzeln wachsen. Ja, sind wahrscheinlich schon länger dran, aber jetzt können wir zumindest schon mal sehen, dass etwas im Gange ist. Auf der Seite sehen wir nichts. Auf der Seite können wir etwas sehen. Auch hier unten, da kommt eine kleine Spitze. Also ein paar Tage haben wir noch Zeit, würde ich sagen, bevor wir anfangen zu pikieren. Warum ist das Wurzelwachstum so langsam? Weil sie eben von Anfang an schon mit Nährstoffen versorgt wurden. Und dementsprechend hat sich das jetzt halt so gezeigt. Also sie machen wenig Wurzeln, aber sind gut versorgt. Und das ist ja nur das A und O bei der ganzen Geschichte. Okay, das als kurzes Update. Wie gesagt, sie stehen auch, nicht wie gesagt, sondern sie stehen über 20 Grad, so bei 22 bis 23 Grad tatsächlich. Und wir sehen, bis dato funktioniert das klasse hier im Basalt. Nicht vergessen. Ich bin am Überlegen, sobald, ich würde sagen, sobald unten das Wasser weg ist, ne, wenn da unten gar nichts mehr drin steht, dann werden wir das Ganze einmal durchspülen. Voraussichtlich, wohlgemerkt. Ne? Schauen wir mal, wie es weitergeht. Chilis im Winter. Das kannst du übrigens auch mitnehmen für Paprika in dem Sinne. So, okay, also sie brauchen kräftiges Licht, sie brauchen Wärme und sie brauchen Nährstoffe von Anfang an. Ne? Gleich wenn die Samen ausgesät werden, gleich schon mit Düngen und wenn sie dann keimen und wachsen, dann kommen sie richtig schön kräftig, gedrungen, bei kräftigem Licht dementsprechend. Wobei, so kräftig ist das gar nicht. Ne? Die Sansi 36 Watt hat 36 Watt. Ja, man kann sich natürlich auch teure Grow-Lampen kaufen für ein paar hundert Euro, ein paar tausend Euro. Aber ja, was soll ich sagen, ist vielleicht dann eher für hochwertige, teure Pflanzen in der Hand, so was Gemüse oder Samenbildung angeht. Sowas in der Richtung. Ne? Also für Autonormalpflanzen brauchst du sowieso nicht, ganz klarer Fall. Da reichen die ganz normalen 36 Watt Sansi LEDs, das ist vollkommen ausreichend. Bei uns hängen die alle unter der Decke und das ist okay. Außer jetzt die Chilis, die brauchen natürlich etwas mehr Licht, deswegen sind sie näher an der Lampe. So, ich gehe erstmal was essen. Und dann geht es gleich weiter. Womit? Heute machen wir wieder Klimbim, denn es gibt auch einiges zu sehen. Ja, machen wir dann. Der Bauch ist voll. Ganz toll. So, wir schauen jetzt weiter hier im Pflanzenreich gemeinsam. Wir schauen uns mal eben den pH-Wert an. Der liegt bei 6,38, also knapp bei 6,4. Mikrosiemenswert habe ich noch nicht ermittelt, das gucke ich mal eben. Ich weiß, kriegen wir das so hin? Ich versuche es mal, pass auf, ich versuche es einfach mal. Vielleicht klappt das ja auch, wenn nicht, dann müssen wir es anders machen. Doch, das klappt. Gucken, wir sind bei 500, knapp 500 Mikrosiemens, ne, das ist okay. pH-Wert ist auch noch okay, so bei 6,4, wir streben ja die 7 an, ne, auf keinen Fall weit drunter. So wie jetzt, kannst du sagen, dann kann man schon mal so ein bisschen, ja, gegen reagieren. Einen kleinen Schluck Leitungswasser dazu beispielsweise. Und dann ist wieder okay. Aber das ist auch so noch okay. Da brauchen wir noch gar nichts machen. So, wir haben das ja vor kurzem auch gewechselt, das Wasser. Und jetzt schauen wir uns das mal an, wie das hier aussieht. Ist das nicht toll?
Ja, also so langsam kann ich mir selber einen Schlag in den Nacken geben, weil wir haben ja hier einiges ausprobiert, ausgetestet und wir sind da auf ja sehr gutem Wege, nicht nur, sondern auf einem bombastischen Wege mittlerweile. Und hätte ich das mal alles für mich behalten, dann hätte ich jetzt ein Produkt herstellen können und vermarkten können. Ja, so ist das, ne? Dumm gelaufen, macht nichts, das werden dann sicherlich andere jetzt machen für mich und damit Geld verdienen, aber okay. Ich mache das ja für uns gemeinsam hier, ja, zum Lernen, ne? Dafür ist der Kanal da und dementsprechend bin ich auch dankbar über jede Unterstützung in dem Sinne, damit ich nicht ganz leer ausgehe. Ja, ist so, ne? Da macht man etwas und ja, und dann ist das so eine tolle Sache und ja, wie gesagt, andere werden davon profitieren. Ist so, macht nichts, ne? Ja, okay. Also, es funzt nach wie vor wunderbar. Wir sehen geniales Wurzelwachstum. Es ist schon fantastisch anzusehen. Es ist echt total crazy. So, was machen wir dann jetzt? Ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht. Wir können mal kurz da hinten die Monstera Thai Constellation angucken. Die werden wir bald umtopfen. Hier ist ja neues Blatt im Anmarsch und es hat sogar zwei Schlitze. Ja, vor kurzem war es ja noch zusammengerollt und jetzt ist es schon mal auseinandergerollt. Das ist ja auch so dieses Megaprojekt tatsächlich. Also ist schon krass, was das Schätzchen abmarschiert ist. Das ist der Wahnsinn. Also wirklich der Wahnsinn. Ja, okay, dann sammle ich mich mal kurz und überlege mal, was wir uns noch gemeinsam hier ansehen. Ich hoffe, das strahlt jetzt nicht zu doll. Wir werden jetzt mit dem Schätzchen hier weitermachen, was eine ja, sehr besondere Pflege bekommt. So, hier haben wir noch ein altes Blatt von damals. Das werde ich jetzt mal abschneiden, damit wir endgültig dann hier die Schönheit sehen können. Ja, also, es sind drei weiße Blätter. Nein, es sind vier weiße Blätter und nach wie vor kein Braunanteil. Das ist das ganz neue Blatt, komplett weiß tatsächlich wieder. Richtig klasse anzusehen. So, was machen wir heute? Weißt du es schon? Ja, weil das halt hier jetzt ein spezieller Fall ist und ich nicht riskieren möchte, dass es braun wird, aber es kann trotzdem passieren. Also ich meine, wir sind ganz froh, dass wir das geschafft haben, bis dato so hinzubekommen, denn das hat sie sonst nie geschafft und auf der Art und Weise, wie wir das machen, klappt das mittlerweile gut. Kann man so schon mal sagen. Ne? Also soll aber nicht heißen, dass es immer gut klappt. Wie gesagt, ich halt, ja, das halte ich mir so zurück für den Fall, dass es dann doch braun wird und ich mich dann ja, ohrfeige, dass ich gesagt habe, das geht ganz einfach oder so. Ne? Ich meine, es geht erstmal, ist okay, das nehmen wir so mit. Wurzelwachstum ist ganz interessant bei dieser Pflanze, können wir nämlich gar nicht sehen. Ja, wir können jetzt noch nicht ins Erdreich reingucken, sowieso nicht, weil das wird noch lange dauern, bis wir da tatsächlich mal reingucken. Aber sie macht auch keine Luftwurzel. Ne? Sie macht keine Luftwurzel. Gar nichts. Also ist schon interessant. Also, ja, okay. Nehmen wir so mit, wie das jetzt aussieht. Und ich würde sagen, wir versorgen sie heute neu. Denn das mache ich jedes Mal, wenn das Wasser so gut wie verbraucht ist, wenn ich gießen muss, so wie jetzt. Jetzt muss ich gießen, das heißt, hier gehen wir tatsächlich dazu über, das wieder im Durchspülverfahren zu machen, weil ich einfach auf der sicheren Seite gehen will, sein möchte. Ganz genaue Faktoren im Zusammenhang des ganzen Spiels, sorry, werden wir irgendwann mal mitnehmen. Aber jetzt anfangs erstmal würde ich sagen, bis wir so weit sind, dass wir die dann auch vermehren können und so weiterfliegen können, sind wir erstmal, ich sag's mal, auf intensiv noch. Ne? Das heißt also, wenn sie gleich durchspülen, aber erstmal, Moment, ich kann es ja schon mal machen, werde ich einen Schluck durchgießen hier, einfach um einen kleinen Anhaltspunkt zu bekommen, was jetzt gegebenenfalls drin ist. Und das machen wir auch wie? Nicht nur einfach Wasser reingießen, wo habe ich denn jetzt das Pöttchen? Moment. Wir sind wieder zurück mit dem Pöttchen, lol. Ja, ist schon für mich jetzt wichtig, insbesondere, weil ich möchte, Moment, welche Hand nehme ich denn jetzt? Möchte das so genau wie möglich erfahren, wie das hier aussieht. Ne? Und von daher machen wir das in gewohnter Manier. Was heißt gewohnter Manier? Also so lange machen wir das noch gar nicht so. Ne? Und gießen das Wasser jetzt nochmal durch. Und das machen wir ruhig so 3-4 Mal. Kannst du von mir aus auch 100 Mal machen, wenn du möchtest. Einfach um etwas genauere Werte zu erzielen. Weil wenn denn, vielleicht können wir ja auch aufs Durchspülen verzichten, aber pass mal auf, durchspülen ja, aber mit Nährstoffen. Ne? Wir haben jetzt hier übrigens knapp 1150 Mikrosiemens, die ich reingegossen habe. Das ist also reines Leitungswasser übrigens bei uns, pH 7,5+. Reines Leitungswasser aufgedüngt mit dem Compo Complete. Und ja, oh mein Gott, ich sagte, das ist so eine coole Sache. Ich hoffe, das bleibt uns so erhalten. Das wäre natürlich der Burner schlechthin. Ne?
Weil eigentlich dürfen solche Pflanzen ja gar nicht existieren, ne? Müssen ja eigentlich kaputt gehen. So, aber ich habe im Internet damals schon immer wieder mal Pflanzen gesehen mit einem sehr hohen Weißanteil, die richtig gut aussahen. Aber es wird ja gesagt, das geht nicht. Ne? Also in Deutschland scheinbar. Aber in anderen Ländern klappt es. Wieso? Ja, die haben wahrscheinlich irgendwas im Wasser drin, was wir nicht haben. Ne? Und wir haben ja jetzt einen Zuschlag, den wir dazugeben, seit geraumer Zeit. Ne? Und das sollte erstmal reichen. Und seitdem wir diesen Zuschlag dazugeben, klappt es. Bis dato. Ganz wichtig, immer wieder erwähnen. Bis dato. Ne? Also das heißt bis heute. Bis zum heutigen Datum. Bis dato. Ja, okay. Aber ich bin da jedes Mal aufgeregt. Jedes Mal. Also das ist wirklich so. Ne? Weil in der Regel habe ich so erlebt damals, von einem Tag auf den anderen werden sie braun. Ne? Aber hier war es eben so, dass ein Blatt kam, das alte wurde braun. Ein Blatt kam, das alte wurde braun. Immer so hin und her. Ne? Ja, und dann hatten wir eigentlich schon keinen Bock mehr drauf. Und so Thematik, schmeiß weg, bringt sowieso nichts. Ne? Weil weiß funktioniert nicht. Tja, was soll ich sagen? Wir haben jetzt 4 Blätter, die funktionieren. Aber auch in der Thematik, ne, dass sie keine Luftwurzeln ausbildet. Das ist eine sehr interessante Erscheinung, muss ich sagen. Ne? Also schon, ja... Das ist schon interessant auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es da drin aussieht. Und ich möchte jetzt auch nicht reingucken. Da warte ich lieber, bis die Pflanze größer ist, dass wir sie umtopfen müssen. Vorher gucke ich da nicht rein, auf keinen Fall. Weil es funktioniert jetzt so gut. Übrigens ist das hier, welches Substrat? Basalt, ganz genau. Gewaschener Basalt. In etwas gröberer Körnung schon hier bei denen. Ne? Das machen wir übrigens bei den Chilis später auch, dass wir da eine gröbere Körnung verwenden. Jetzt haben wir eine feine Körnung. Vom Samen halt bis zum Pikieren, bis zum Umpflanzen in dem Sinne. So, okay, und jetzt ich ermittle jetzt mal mit Wittel die Werte. Oh, das ist schon crazy. Ne? Das neue Blatt hier. Meine Güte, nee, du. Man mag es ja fast gar nicht glauben, ne? Aber okay. Ja, ich weiß, den einen oder anderen wird das mal wieder nerven, diese Messerei, aber es gehört einfach zum Lernen dazu. Das ist so, ne? Ist im aquaristischen Bereich genauso. Also wenn man nicht misst und nur das macht, wo man denkt, dass man, dass das gut wäre oder weil es andere erzählen, dass es gut ist, bringt dir gar nichts. Ne? Wenn du richtig an die Materie drangehen willst, dann solltest du auch dementsprechend messen. Ist ganz wichtig, definitiv. So, sonst wären wir noch gar nicht so weit hier. Ne? So, nur auch so Vermutungen und Erzählungen was machen. Ne? Ich kann dir übrigens auch raten, nicht alles zu glauben, was geschrieben wird. Ne? Denn in der Regel sind viele Menschen, ich sag's mal so, wie es ist, zu faul, selber Sachen in Erfahrung zu bringen, sondern orientieren sich einfach an dem, was geschrieben wurde. Ne? Oder was viel erzählt wird in dem Sinne. Oder was im Internet zu finden ist. Ne? Sie macht sich gar nicht die Mühe, wirklich selber das auch auszutesten, ob das, was da so steht, auch wirklich wahr ist. Und da entstehen ganz viele Mythen. Ne? Also von daher, wenn du richtig an die Materie drangehen willst und lernen willst, dann mach es. Kannst du mal glauben, da bist du auf der sicheren Seite. So, also okay. pH-Wert ist in Ordnung. Ne? Wir sind hier knapp unter 7. Das ist okay für eine Monstera. Mikrosiemenswert 1690, also fast 1700. Das ist auch noch okay, da stirbt sie nicht bei. Aber es ist jetzt so, dass ich sagen würde, wir spülen trotzdem durch mit der 1100 Watt zerquetschte, sagen wir mal around about 1200. Spülen wir die Geschichte jetzt einmal durch. Dann sind wir da auf jeden Fall bis zum nächsten Mal wieder auf der sicheren Seite. Denn wenn man immer nur stark düngt und nicht durchspült, dann reichert sich etwas an, was die Pflanze eben nicht verbraucht. Ist aber abhängig von der Größe der Pflanze, vom Volumen des Erdreichs oder des mineralischen Substrates oder Wassers oder whatever. Das ist schon ganz wichtig zu wissen. Deswegen in dem Zuge jetzt hier, weil der Klient halt unter extremer Beobachtung steht, spülen wir ihn dann doch heute tatsächlich durch, um nicht zu viele Salze anzureichern, die Pflanze jedenfalls auch gar nicht verbrauchen kann, weil sie gar nicht braucht. Das kann durchaus auch der Fall sein. Ne? Aber wie gesagt nochmal, abhängig von Topfgröße, ne, Volumen und halt im Verhältnis zur Pflanze sieht das immer unterschiedlich aus. Ne? Also da gibt es auch keine Pauschalisierung, das sollte man auch wissen. Das ist schon ganz wichtig. Man kann nicht eine Pflanze, eine Monstera oder ein Philodendron oder eine Syngonium oder whatever sagen, die muss so und so gegossen und gedüngt werden. Das ist abhängig davon, wie das aussieht, von Größe, Pflanze, Topf, beziehungsweise Volumen des Substrates, Erde, whatever. Ja, und auch im Wasser, genau dasselbe. Die Menge macht es da. Ist genauso wie im aquaristischen Bereich. Die Menge macht das Ausschlaggebende. Man muss einfach das Ganze anpassen.
Und wenn du anpassen möchtest und nicht nur aus Erfahrung leben möchtest, wenn denn mal Pflanzen kaputt gehen, dass du dann sagst, ja okay, dann gebe ich mal ein bisschen weniger, ne? Oder so, dann messen ist tatsächlich das A und O. Und vor allen Dingen, wenn man denn nicht möchte, durchspülen dementsprechend mit Nährstoffen. Ne? Aber auch da sollte man schon messen können, dass man weiß, was man da einfach reingießt. Ja, okay, wie gesagt, Pi mal Daumen ist hier nicht der grüne Daumen. Die Pflanze macht ein neues Blatt. Ist immer wieder schön anzusehen, vor allen Dingen bei der Pflanze jetzt, weil es ist ja, ja eine aus dem Stecki gezogen. Ne? Das war das erste Blatt hier bildmäßig gesehen. So klitzeklein, ne? Und das zweite hinterher tatsächlich schon groß und vor allen Dingen sogar schon mit Schlitz. Ja, okay, so sieht das Wasser aus. Werte habe ich schon ermittelt. Wir sind bei pH-Wert 6,7, ist perfekt. Und Mikrosiemens 450, ist auch okay hier in der Wasserkultur. Das ist soweit in Ordnung. Wir hatten ja vor kurzem, glaube ich, auch einen Wasserwechsel hier gemacht. Und von daher brauchen wir nicht zwingend reagieren. Ich gieße übrigens in der Regel so ja die 500er Plus Variante nach. Moment, ich nehme mal eben die Gießkanne. Das mache ich jetzt auch mal. Ne, also muss nicht ständig das Wasser wechseln, sondern ab und zu. Und jetzt gieße ich halt die Variante einfach nach. Und das war's. Ne, jetzt habe ich allerdings ein bisschen wenig Leitungswasser drin. Also Kalkwasser, weil wir nur ein Drittel, ein Viertel, je nachdem, an Leitungswasser zuführen bei der geringen Variante. Also jetzt momentan 500er plus, also zwischen 500 und 600, Pi mal Daumen. Und da ist halt nicht so viel Leitungswasser drin. Das ist natürlich nicht so gut für Monsteras. Trotzdem gieße ich damit nach. Warum? Weil ich keinen Bock habe, für jede Pflanze extra was anzusetzen. Und in dem Zuge machen wir was? Ganz klar, einfach einen Schluck Leitungswasser dazu. Muss ich jetzt aber nicht nochmal zeigen. Ne? Jetzt schon so oft gemacht, die Panscherei. Ne? Ansonsten einfach Wasser raus, frisch aufgesetzt. Hälfte Leitungswasser, Hälfte Osmosewasser. Dementsprechend aufgedüngt bei Pi mal Daumen 500 Mikrosiemens. Und dann hast du eine Zeit lang erstmal Ruhe. Und im besten Falle nimmst du Wasser unter Druck gesetzt aus dem Wasserdruckluft-Luft-Wasserdrucksprüher. Ja, okay, weißt was ich meine, ne? Wasser unter Druck gesetzt. Das ist die genialste Erfindung überhaupt. Na, Erfindung ist es nicht, aber wir haben herausgefunden, dass Pflanzen damit viel besser wachsen. Ist definitiv so. Ja, okay, übrigens auch in der Erde oder Substrat. Ruhig mal unter Druck gesetztes Wasser gießen oder die Oberflächen sauber sprühen. Ja, dann erzielst du ganz tolle Erfolge. Okay. Um noch ein bisschen Verwirrung zu stiften, machen wir es jetzt doch mal gemeinsam. Also, wir haben vorhin einen Schluck von der Düngervariante reingegossen mit Wasser und jetzt, dupp, kleinen Schluck Leitungswasser dazu. Frisches Leitungswasser aus der Leitung, kalt. Du sagst wahrscheinlich auch, boah, kalt, du kannst dem Pflanzen kein kaltes Wasser geben. Doch, kannst du. Kannst du tatsächlich. Du musst natürlich keine großen Mengen nehmen. Ne? Das ist nicht schlimm, das ist gut, das ist sehr gut, denn da ist viel mehr Sauerstoff drin, viel mehr Luft drin. Ganz wichtig zu wissen. Auch, so, das erzähle ich dir jetzt nämlich mal, das brennt mir schon seit ein paar Tagen auf der Schulter. Es lastet auf der Schulter. Wir kennen die Thematik Kupferrohre. Ne? Also früher war das ja, da waren die Leitungen aus Kupfer. Und da gab es doch schon einige Probleme, gesundheitliche Probleme bei Menschen und bei Tieren tatsächlich. Ne? Ist heute immer noch so, bei denen, die sowas haben. So, wir haben keine Kupferleitung, wir haben Kunststoffleitung. Ja, und dann kam das erschreckende Erwachen. Denn ich habe ganz einfach mal die Wasserhähne, du kennst diese Sprudelinger, die da dran sind, ne? So, diese Filter. Ja, die halt Bestandteile zurückhalten sollen. Kalk oder Ablagerung oder so aus der Leitung. So, die habe ich einfach mal abgeschraubt, weil teilweise waren die auch schon verstopft. Das Wasser kam immer so richtig raus, dann nur so gespritzt und hast nicht gesehen. Ja, und da war lauter Kupfer drin. Wo kommt das her? Also richtig gebrochen Kupfer, ne? Das kannst du richtig sehen, so Grünspan. Ja, das kommt aus den Hähnen, den Wasserhähnen. Denn die gibt es auch aus Kupfer hergestellt. Ne? Und wenn du solche Dinge hast, in der Regel sind das dann diese ganz günstigen. Und ja, kontrollier das einfach mal. Mach das mal. Die kannst du abschrauben, die Dinger, aber bitte vorsichtig, nicht mit der Brechzange oder so, sondern vorsichtig abschrauben. Ja, am besten eine Wasserpumpenzange, eine kleine nehmen. Gibt es ja so, ja, weiß Bescheid. Ne? Also, oder dementsprechend eine passende Schlüssel, den man direkt dran setzen kann, geht auch. Ne? Drehrichtung beachten, also nicht noch fester ziehen, sondern lose ziehen, ne? Ganz wichtig. Im Uhrzeigersinn ist jetzt wahrscheinlich verkehrt rum. Also so rum ist fest und so rum ist locker. Das heißt, wenn du jetzt von unten guckst, ne, dann drehst du so fest und so los.
Okay, Quark mit Soße. Nee, aber schon wichtig, da mal nachzugucken. Insbesondere für mich war das jetzt wichtig, das zu kontrollieren wegen den Garnelen. Wobei, bei mir fließt das durch eine Osmoseanlage. Aber trotz alledem möchte ich ja auch keine Rückstände und was in dem Filter drin haben, in der Osmoseanlage. Aber ist jetzt nicht so wichtig, weil das doch, das läuft auch durch einen, ja, das läuft ja auch durch einen Hahn, klarer Fall. Also ist schon wichtig zu wissen, ne? Dass da also auch Kupfer drin sein kann, obwohl du keine Kupferleitung hast. Ja, ist so gegeben. Kontrollier das einfach mal. Könnte vielleicht einen Aha-Effekt erzielen. So, jetzt haben wir Leitungswasser dazugegeben gerade. Jetzt kommt noch was dazu. Ich sagte ja, Luft ist wichtig, ne? Für Wasser, für Erde, für minerales Substrat, vollkommen egal. Überall ist Luft wichtig, denn Luft ist gut für die Wurzeln. Ne? Von daher nehme ich jetzt den Druckluftsprüher hier. Wasserdruck. Pass mal auf. Ne? Ich hatte ja jetzt Leitungswasser dazugeben, jetzt nämlich Osmosewasser unter Druck gesetzt und somit bekomme ich ein bisschen mehr Luft in die ganze Geschichte für die Wurzeln, was wirklich sehr wichtig ist, wenn man die allerbesten Ergebnisse erzielen möchte. Mit unter anderem, mit vielen anderen Faktoren auch, wie wir schon wissen. Ne? So, meine Lieben, reicht erstmal, weil ich muss mich erstmal hinlegen. Weiß Bescheid, winke, winke, bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. Ja, okay, also die macht sich echt klasse, muss ich sagen. Ich meine, das ist echt eine Monstergeschichte. Guck dir die Wurzeln an. Wir hatten noch nie so gute Erfolge gehabt, noch nie. Das ist schon crazy. Und das wirklich ein Stecki, der eigentlich nie wirklich wachsen wollte. Und irgendwann fing er dann an, ne? Und jetzt macht er so einen Abmarsch. Kleines Blatt und zack, bumm, kommt ein großes Blatt hinterher. Mit Schlitzen schon, ne? Das ist schon crazy. Ja, das heißt also, demnächst in der Vermehrung wird es dann noch einfacher laufen für uns, weil wir dann schon wieder mehr Erfahrung gesammelt haben als dato damals, als wir damit angefangen sind mit diesen Steckis, ne? Ja, tolle Sache auf jeden Fall. So, sorry, ich würde sagen, es geht auf jeden Fall ganz bald weiter, aber im Moment muss ich mehr in der Aquaristik filmen, weil da gibt es auch ganz dolle Sachen, auch merkwürdige Sachen, auch Sachen, wo ich nicht mit gerechnet habe, dass die sich so entwickeln. Auch was Calciumcarbonat beispielsweise angeht, ne? Oder warum ist das jetzt so hell? Calciumcarbonat angeht, Montmorillonit, ja, und auch noch andere Sachen. Aber es wird ein spannendes Thema, weil da nehmen wir auch was mit, weil Aquarium ist ja Wasser, ne? Und Wasser für Pflanzen, auch wichtig für Unterwasserpflanzen, für Schwimmpflanzen und eben auch für Zimmerpflanzen, hast du nicht gesehen. Also das wird eine ganz spannende Sache im Zusammenspiel mit den beiden Sachen hier, ne? Also Zimmerpflanzen oder Pflanzen allgemein und dementsprechend auch Aquaristik, weil da punchen wir nun mittlerweile auch rum. Ja, geht nicht anders, ne? Das ist halt so. Weil man möchte ja auch was lernen. Und lernen kann man nur, wenn man ganz genau etwas macht. Auch wenn du Fehler machst, ist das nicht ganz so schlimm, weil aus Fehlern lernt man. Wir haben mittlerweile schon sehr viel gelernt hier. Und ich denke mal, ja, mal gucken, ob das noch so weitergeht. Das wäre natürlich genial. Zwar. Ja, okay. Aber nicht vergessen, alles im Zusammenspiel zu sehen. Das ist wichtig. Ne? Also es nutzt nichts, wenn du einen Faktor optimierst und alle anderen Faktoren passen nicht. Ne? Dann ist dieser optimierte Faktor auch Banane. Bringt es dann auch nicht in dem Sinne. Ja, okay.